Fangermandel eigentlich die letzte. Weil morgen haben wir ja dann die ganzen Single-Damen. Und heute hätte es Konjunktiv. Das heißt, die Kandidatin von heute hat dieses Wissensphänomen. Ja. Am Anfang der Wissen war sie noch allein. Und jetzt hat sie einen gefunden gehabt, auch ohne uns. Ja, da muss der Werkmeister jetzt erst einmal eine Kandidatin suchen. Ne? Das ist jetzt einmal ganz was anderes. Also jetzt mache ich ein Fangermandel. Danach machen wir wieder Fangermandel. Servus. Wieso hast jetzt du den dabei? Den da. Nein, den da. Den da. Weil der so schön ist, gell? Nein, wunderschön. Ja, so wie du halt auch. Aber leider bist du vergeben, gell? Tja. Wie schaut es mit Männern bei dir aus? Hast du einen festen? Schwierig. Schwierig ist immer gut. schwierig ist immer gut. Das heißt, du hast keinen. Oh, ich habe auch keine Schleife heute. In der Mitte. Ich oute mich nicht. Das wäre doch gut, dann könnte ich dich jetzt an den Mann bringen. Ich brauche nämlich eine Kandidatin. Für? Fürs Fangermandel. Das habe ich schon gesehen. Werde. Frau Guder, wollen Sie mir jetzt eine Absage erteilen? Was muss ich denn schauen Sie mal, die ganze Nation schaut zu. Die ganzen Jungs, die dich seit Jahren vermissen. Was kriege ich dafür? Ein Wochenende. Nächstes Wochenende fahren wir nach Weidring. Alles mit dabei. Mit allen ich Kandidaten. Ich bin auf Mallorca. Nächste Woche. Ja. Das ist der beste Blädekur. Aber ich habe, warte, ich hast kann nicht jemanden, schau hast mal, ja, ich habe zwei Mädels. Wo? Drei Mädels habe ich drei? Sogar. Entweder die Single? Blonde, das ist Steffi, die ist Single. Die im Grünen, die ist auch Single, ja. Das ist Zara. Ja. Die im Dunkelblauen, die ist vergeben. Ich weiß was du nicht weißt. Echt, was ist das? Dass ich weiß, dass du Single bist. Ja. Das ist gemein, gell? Ich habe so tolle Freunde, gell? Ja, super. Blöde Freundin, hat dir jetzt verraten. Ja. Ja, wenn man Frau Guder als Freundin hat, dann braucht man keinen Feind mehr. Da schaut's aus, soll ich einen schönen Mann suchen. Also, auf der Wiesn. Ja, weil heute hat mir eine abgesagt, jetzt habe ich eine. Okay, dann machen wir das. Du bist die? Steffi. Steffi, ich bin der Beri. Aber du kannst dir eigentlich Schützenhilfe geben, weil du kennst dich aus mit dem Fernsehen. Ja, ich gebe Schützenhilfe. Du gibst Schützenhilfe. Also du gehst mit und hilfst. Ja. Wir suchen jetzt einen Granatenmann für diese junge Frau. Okay. So, jetzt sagen wir ganz schnell, was muss dieser Typ haben? Er soll größer sein, eine gescheite Tracht soll er auch haben und... Maximal 35. Ja, genau. Servus, grüß dich. Männer, ich brauche mal so ein kurzes Durchschnittsalter von euch. 25. Ist ein bisschen zu jung, gell? Lass dich mal anschauen. Steffi, komm mal her. Was sagst du jetzt da? Das wäre jetzt ein gutes Exemplar bayerischer Natur. Wie alt bist du? Ja, 30. Passt. Punktlandung. Was muss eine Frau haben? Aber kleine Augen sind schon immer zum Flirten gut. Ist gut, oder? Kleine Augen sind gut, ja. Mag ich. Wie heißt das du? Ich bin der Chris. Chris, das ist die Steffi. Chris, wenn du jetzt dich für die Steffi erwärmen könntest, also ich meine nicht, dass wir hier einen billigen Markt machen, gell, aber dann könntest du mit dieser jungen Dame ein schönes Liebeswochenende verbringen, mit vielen anderen Kandidaten. Ja, oder so ähnlich. Ich darf nicht. Bist du vergeben, du Zipfi? Hey, jetzt fängt er jetzt erst an. Wer von euch ist vergeben? Alle. Shahi. Das ist ein Fischer. Der Tau. Kann man nicht zurückgehen. Kann man zurückgehen, oder? Wie heißt du? Matthias. Das ist die Steffi. Steffi, servus. Hallo. Matthias, sag uns einmal ganz schnell, was muss eine Frau haben? Alles, was Steffi hat. Steffi, gell? Ja. Magst du das kennenlernen? Ja, heute haben wir kurz eine, weil heute haben wir mit Freunden unterwegs, aber... Ja, du, Moment einmal, das Leben hat nur eine Chance. Ja, dann kann ich es leider nicht nehmen. Das wirst du noch bereuen. Hey, das wirst du noch schwer bereuen. Hat er gesagt, morgen erst wieder, oder? Nein, was? Er hat gesagt, seine Freunde sind ihm wichtiger. Also, ehrlich. Ja. Warte mal. Würden seine Freunde ihn eine halbe Stunde gehen lassen? Auf alle Fälle. Aber was? Also, Jungs, er kriegt frei, oder? Auf alle. Gut. Kommt jetzt das da weg oder bleibt das da dort? Das kommt weg, ja. Das kommt weg? Ja. Ui. Au. Ja, das ist aber gut. Ja, dann gebe ich jetzt mal das Mädel aus der Hand, gell? Weil das ist jetzt quasi die Verbindung. Und eine Aufgabe kriegt der Bursche aber schon noch. Ja. Ja, selbstverständlich. Bis gleich. Es gibt ja viele Preisen, die verstehen ja nicht, was Fangermandel ist. Die sagen dann, muss man da eine Mandel fangen? So, mein Lieber. Du kriegst die Büchse. Du gehst da her. Ja? Also, du wirfst, triffst am besten in seinen Mund. Drei müssen drin sein, dann gehört jetzt Herz dir. Wenn nicht, dann schicken wir weiter. Okay, das war schon mal. Das war schon mal. Der ist schon in Niederbayern gelandet. Ja! Einmal, komm weiter. Drei müssen rein. Zwei! Ja, das ist ein eingespieltes Team. Ihr seht das schon. Jawohl! Dreimal. Du, wie war das in Bayern? Wenn ein Mann seine Aufgabe erfüllt, dann kriegt er was? Ein Bussi. Ja, auf geht's. Wenn das nicht die Grundlage für eine langjährige Beziehung ist, wie schaut es eigentlich aus, Kinder?
Ja, noch kein, aber. Aber irgendwann einmal. Ja, klar. Ja, freilich, da muss ja ein ganzer Stall her, oder? 2, 7, 5? 2. Wie viel möchtest du? 2, ja. Ach, das war auch schon in Ordnung. Ja, ja. Sag einmal, wolltest du jetzt vielleicht noch mehr Übereinstimmung? Ja. Wie schaut es denn so mit dem Aufräumen aus? Bitte? Mit der Schlampigkeit? Ja. Du nicht, gell? Nein, nein, du räumst auf daheim. Ja, ja, ganz klar. Und du bist der Schlamperl. Ja, bin ich auch. Wenn ich aufräumt, dann muss ich, kann ich auch geschlampert sein. Naja, das. Das da, kommt, reden wir noch mit drüber. Genau, da reden wir noch mit drüber. Das wird noch ein Gespräch und da sind wir nicht mehr dabei. Aber die beiden haben wir auf jeden Fall bei diesem Wochenende. Da geht's hin. Für unsere Gewinner geht es gemeinsam mit mir am ersten Wochenende nach der Wiesn zum Entspannen und sich näher kennenlernen in das schöne Kuhhotel in Weitring. Es erwartet euch ein 2 Tage Verwöhnprogramm mit E-Bike-Tour, großem Barbecue und relaxen im hoteleigenen Spa mit In- und Outdoor-Schwimmbad. Sei mit dabei und bewirb dich jetzt auf wiesentraumpaar.de. Morgen haben wir noch ein Fangermandel, aber ein Fangermandel-Spezial, weil da kommen alle Damen, die keinen abgekriegt haben, und ein paar Herren haben sich beworben. Das wird sehr, sehr spannend. Also bis morgen.